Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Trackmania. Heute mal wieder mit Maxi und einem neuen Server. Hallo. Und Maxi hat keine Lust, weil müde und so. Ah ja. Ach scheiße, ich bin daneben gefahren. Verdammt. Ja, warum machst du denn sowas? Ich weiß nicht. Weil du also, kannst. Hast du schon eine Zeit? Ah, natürlich, ich habe eine Bombenzeit. Lügst du mich gerade an? Nein, würde ich nie tun. Meine Fresse, ist das eine Rotze. Das sag ich dir. Das ist ja mal richtig scheiße. Ja. So. Aber alles halb so wild. Ich komme da zum nächsten Checkpoint. Ich auch nicht, weil ich immer geradeaus fahre. Ich auch. Oh je. Also weswegen fahren wir jetzt nochmal die Server, Maxim? Weil wir einfach mal was Neues ausprobieren wollten. Ah, schlecht gelogen, aber ist okay. So. Ich möchte einfach mal ein paar neue Fahrer kennenlernen. Ach so, du bist auf der Suche nach einem neuen Mann. Ich dachte, das bin ich. Du musst doch nicht alles verraten, Mensch. Oh. Ein bisschen verheimlichen müssen wir ja auch mal was, oder? Warum? Hey, wie ist da? So, jetzt geht's los hier. Oh. Nö, und da bin ich hängen geblieben. Verdammte Axt aber auch. Seht da, auch Stefan hat einen Hänger. So, naja, wenigstens trotzdem ein Tickchen schneller, aber doll ist das immer noch nicht. Ich fahre heute nicht so gut, wie ich fahren will. Und wie ihr seht, ich werde es nicht schaffen, hier irgendwie mal eine Zeit zu kriegen. Ihr werdet es sehen, naja. Gut, wohl eher hören, ne? Ja, okay, von mir aus auch den. So, Maxi, da kommt ja nichts weiter mehr, du wirst eine Zeit schaffen. Hey, ich habe eine gute Zeit. Einigermaßen jetzt. Ich habe auch eine Zeit, so. Siehst du? Ich wusste doch, dass du eine Zeit schaffst. Du bist ein Lügenbold, Maxi. Nein, ich gehe nur gerne vom Negativsten aus und lass mich positiv überraschen. Ja, daran wird's liegen. Wenn ich nichts sag, wieso springt mein Mikrofon trotzdem drüber an? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ganz merkwürdig. Kennst du dich nicht damit aus, dass ich irgendwie weiß, wie man das Mikro richtig anstellt? Nein. Wobei, ich muss nicht dazu sagen, ich dachte, da kommen irgendwie externe Treiber oder so noch. Dachte ich. Aber nischt. Plug and Play angeschlossen und alles über die Windows-Treiber. Okay. Naja. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. Mann, warum lenkt denn der nicht mehr? Aber ich habe ja einen Plan, Maxi. Du hast einen Plan? Mhm. Na, dann plan mich mal auf. Erklär mich mal auf über deinen Plan. Ich habe einen Plan, Plan zu haben. Ach so. Ja, ist ein guter Plan, ne? Das ist ein Bombenplan. Verdammt, inzwischen komme ich da jetzt einigermaßen gut rüber. Aber dafür kriege ich die Kurve danach nicht mehr, weil ich zu schnell bin. Ah, scheiße, aber auch. Stefan, du kommst doch jetzt ganz schnell nach Frankfurt und gehst mit dem Hund nachher runter, oder? Nein. Mann, warum? Maxi, halt doch mal deine Schnauze. Letzte Kurve und ich hab's versaut. Alles deine Schuld. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ich armes, wehrloses Wesen. Ja, du armes, wertloses Wesen. Wertlos? Können jetzt auch wertlos. Das danke. Jetzt weiß ich, woran ich bin. Was soll ich dazu sagen? Hast du schon erzählt? Du kommst eh nicht mehr raus. Nicht? Scheiße. So, was ist da mit Basti? Kommt er heute noch? Nö. Nö. Dann ist das halt so, ne? Ja. Verdammte Axt aber auch. Cutloop. Ja, ich krieg das mit Cutloop nicht hin. Oder hat er Cutloop gesagt? Ich weiß das nicht. Man weiß es nicht, genau. So, oh. Das wird hier eine neue Bestzeit. Also persönliche Bestzeit natürlich. Ja. Tada! Siehste? Habe ich doch gesagt. 20.03. Was hast du für eine Zeit? Oh, meine Güte. 23.28. Ja, also da muss aber noch ein bisschen was kommen, du. Ach, hier kommt nichts mehr. Ne? Ne. Nein. Verdammt, du Scheiße, aber. Dennis!
Dennis. Was macht Dennis denn da? Ich weiß nicht. Dennis! Falls er mich hört, du alte Kackbratze, du. Tada, ich bin unter 20. Wuhu! Oh, Moinsen. Oh, Moinsen. So, kann ich mal Moinsen schreiben? Moinsen, so. Zack. Habt ihr Lust auf TNT? Ich schreibe Dennis schon. Ja, mach mal. Bevor ihr jetzt was Falsches antwortet, weil mir ist es scheißegal. Ich wollte heute nicht TNT. What, wet? Was? Und jetzt wollte ich gerade schreiben. Verdammte Axt aber auch. Wie lange nehmen wir jetzt auf? 6 Minuten erst? Was? Wer schreibt mich hier eigentlich schon wieder an? Lena. Lena hat mich angeschrieben. Maxi, heute ist der 1. April. Ich weiß. Tom hat sich heute ein Ding geleistet, wenn ich den morgen in die Finger kriege. Okay, wieso? Na, klingelt mich vorhin an und sagt, ich will Papa. Ja. Erstmal so, wie geht's dir, Mama? Ich sage, gut, bei dir? Mama, mir nicht so gut. Ich sage, wieso, was ist los? Ja. Mama, ich liege auf der Kinderstation. Ich sage, warum? Okay. Ich habe mir das Bein gebrochen. Aber so ernst, ne? Ja. Oh, ich hätte den ja beinahe in der Luft zerpflückt. Okay. Hä, finde ich irgendwie witzig. Na, in dem Moment fand ich das nicht so witzig, ne? Kannst du dir ja sicherlich vorstellen. Ja. Ja, ich wollte heute Lena ein bisschen ärgern. Was hast du gemacht? Ich habe sie heute Morgen angeschrieben. Da musste sie zum Arzt. Ja. Und ich sag, du Lena, ich muss dann nachher mal was erzählen. Ich war gerade mitten auf der Arbeit, ne? Ja, nö, erzähl. Ich sag, nee, ich will jetzt nicht stören. Kommt jetzt nichts Besonderes, Maxi? Nein, erzähl, du störst nicht. Okay. Ich sag, Lena, ich hab's dir zwar bis jetzt verheimlicht, aber ich lieb dich. Was? Dann haben wir da diskutiert und das ist nicht dein Ernst und du verarscht mich doch und so. Ich sag, nein, ich habe immer wieder bestätigt. Ich sag, nein, ich hatte nur Angst, dir das zu sagen und so. Daraufhin hat sie mich blockiert. Und damit habe ich nicht gerechnet. Entschuldige. Das ging gewaltig nach hinten los. Ich wusste nicht, dass sie so reagiert. Aber damit hättest du doch rechnen müssen, Stefan. Eigentlich ja schon, ne? Naja. Oh Mann. Alter, wie hast du eine 1182? Ich weiß es nicht, ich muss reden, dann klappt das auch. Ich kann es ja nicht sagen. Es ging sogar noch schneller, aber ich bin einmal kurz hängen geblieben irgendwie. Ist ja der Hammer. Guck mal hier, ich bin immer beim ersten Checkpoint, bin ich nochmal 1200 so schneller. Maxi, bald kommt WrestleMania, ja. Ich weiß. Hast du schon Raw geguckt von gestern? Lass mich überlegen, nein. 12:19, verdammt. Oh, ich habe schon geguckt. Ich will nachher auch unbedingt SmackDown gucken. Ja. Oh, Tinker, die jammert auch schon, dass er runter will. Oh, das wird eine neue Bestzeit. Bam, pada. Verdammt, ey, hat der Penner sich verbessert. Heute Morgen. Dann hören wir erstmal Radio Hamburg. Scheiße, jetzt wissen sogar meine Zuschauer, wo ich wohne. Fuck it. Jedenfalls hören wir Radio Hamburg und ich denke erstmal, weil ich hatte in dem Moment nicht auf dem Schirm. Gestern war ja sowieso noch der Oberknüller. Da gehst du nach Hause, ahnungslos, machst den Briefkasten auf, auf einmal kriegt er Werbung. Post aus Moorbach. Was willst du mit Post aus Moorbach? Ja, da ist ja der Hauptsitz unserer Firma. Ach so. Ich dachte, klasse. Jetzt bin ich doch gekündigt, weil ich habe noch nie Post von direkt von da bekommen, ne? Ja. Warum auch? Nein, es war nicht. Es ging sich einfach unter Leid, weil unsere
hier, wie nennt sich das, Buchhalterin, wie auch immer, die die Abrechnung macht. Oder Personal. Naja, ich weiß schon. Die Abrechnung macht, die ist im Urlaub und die machen die Abrechnung direkt im Moorbach. Und das war nur meine Abrechnung. Aber weißt du, wie ich geschockt war? Ja, das glaube ich. Na, und vorhin auf der Arbeit dann, wie gesagt, 1. April und das hatte ich erst heute Morgen nicht auf dem Schirm. Und auf einmal oh! Nein! Und dann habe ich da so scheiße gedingsen. Der ist schon wieder ein Hundertstel schneller. Da spielt er erstmal Weihnachtsmusik, auch nicht schlecht, dachte ich mir. Ich dachte, was ist denn du kaputt? Alter, wieso bin ich denn so schlecht jetzt auf einmal? 1189. 1169. Achso, du bist gerade eine 1189 gefahren. Hast du eine 1169 oder wie? Nein, du. Nein. Du bist aber gut informiert, Maxi. Ja, ne? Fahr doch. Oh, da fährt er dagegen, Mensch. Ich hab meine Augen überall. Das ist echt doof gelaufen. Aber ich hab den 74. Local. Ja. Ist doch sehr. Was mach ich denn da für eine Scheiße, Maxi? Ich weiß es nicht. Soll ich die Strecke wiederholen? Nein, bitte nicht. Findest du die nicht gut? Komm schon. Ja, aber ich will einfach verschiedene Strecken fahren. Ich verstehe das schon. Aber du musst auch irgendwo den Ehrgeiz haben, hier gut zu werden. Und deine Zeit ist ja alles andere als gut. Ja, aber dadurch, dass es ein neuer Server ist, will ich einfach erstmal gucken, was der so zu bieten hat. Ach so. Aber wenn du als Favorit hast, dann musst du hier schon gewesen sein. Ja, aber ich habe so gut wie keine Records. Total weggeglitscht. Guck mal, 12:20. Und hoppsala! Und zurück. Tja, dann halt nicht. So, eine Strecke noch und dann machen wir erstmal aus, ne? So ist der Plan. Was? 5 Chats habe ich hier. Huhu, und mal gefragt den Arbeitskollegen. Nein, habe ich nicht. Anne? Fragezeichen. Aha. Oh, 113 Punkte hast du gerade gekriegt. Oha. Yeah. Yeah! Maxi! Siehst du, es lohnt sich doch mal auf einen anderen Server zu fahren. Ja. Ach du Schande. Das Positive an meinem Mikrofon ist ja, dass mein Mikrofon eine Nierencharakteristik hat. Das heißt? Weißt du das nicht? Nee. Verdammt, ich dachte, du könntest mir das sagen. Nee, ich habe keine Ahnung. Da steht auch, nimmt so und so viel auf und frag mich mal und so. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay. Wo muss ich denn da hin? Ach so, da muss ich hin. Scheiße. Ich versuch's gerade rauszufinden. Ja, ich bin da voll gegen die Wand gefahren. Da ist man voll gegen die Wand hier gelaufen. Aha. So. Einmal drehen. Okay. Dann. Hä? Wo? Was denn? Wo muss ich denn da hin? Mann, bleib doch mal bitte hier. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Ja, ich weiß es schon ungefähr. Bist du durch den zweiten Checkpoint schon? Nö. Hä? Ich versuch dir mal hinterher zu fahren. Ja, gut. So weit komme ich ja auch. Da hoch, ja. Ach, da muss ich durch. Ich bin da geradeaus weitergefahren. Ah ja. Okay. Alter, das ist eine Rotze. Fahr doch mal, Mann! Mhm. In meiner Grottenzeit erster. Jetzt nicht mehr. Darfst du was? Du hast ja wenigstens noch eine 24, ich hab eine 34. Oha. Wie geht das denn, Maxi? Stefan, du weißt doch, ich kann sowas. Ah, ich weiß. Ah, komm schon. Ich bin da mit dem Rad hängen geblieben. Ich fass das ja wohl nicht. Alter, da das Zieltreffen ist auch wieder übelst. Ja, oh Mann, ey, ich bleib immer vorne an diesen Metalldingern hängen. Fahren. Jetzt bin ich gegen Checkpoint geknallt. Na, ich glaube es ja. Tut mir leid. So, und hops. Ah, scheiße. Genau. Das ist echt schwer. Ja, viel, viel Glück dazu.
Na, ich wollte mal Just for Fun geguckt. Ich muss ja heute eine Dreiviertelstunde länger arbeiten. Okay, weil? Wir waren lange fertig. Also wirklich, mit allen fertig. Aber der blöde DHL-Wagen kam einfach nicht, um die Ware abzuholen. Okay. Na gut, ich hätte nach Hause können, aber das macht man natürlich auch nicht, wenn die ganzen Arbeitskollegen da noch warten, ne? Naja. Gut, gehe ich halt einen anderen Tag mal eine Dreiviertelstunde eher, ist auch ganz schön. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Oh je, oh je. Und ich gucke, achso, jetzt gucke ich vorhin. Ich wollte mir ja wieder hier, ich hatte ja das G27, das Lenkrad, ne? Ja. Und das hatte ich ja verkauft, weil ist so. Und jetzt wollte ich mir das nochmal neu holen und dann hatte ich mal geguckt, es gibt ja inzwischen Nachfolger. Das G29 und die haben ja wohl einen Knall, ne? Das Ding kostet 400 Euro. Was? Ja. Ich habe es tatsächlich einmal für 300 vorhin gefunden auf der Arbeit. Also so mal ein bisschen im Internet geguckt. Aber selbst 300, ich gebe dir keine 300 Euro für ein Lenkrad aus. Nicht? Nö. Dann warte ich, bis das irgendwo gebraucht ist. Oh, yay, ich habe eine gute Zeit. Alter, eine 18,99, spinnt der? Ich habe eine 23,45. Ja, das ist auch gut. Naja, nicht wirklich. Oh, ich bin direkt hinter dir. Ja, ja, Maxi, das machst du gut. Besser als ich. Ey, da bist du ja wieder. Hängen geblieben. 2090. Ja, da bist du gut hingeflogen. So, so, schöner Längsfahren. Ja, 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 ja. Ja. Ah, scheiße, schon wieder hängen geblieben. So. Dadurch, dann hier längs. So. 80. Local Record. Ah, ich habe den 62. Bin ich oben gegen Ziel geflogen. Verdammt, Tags, Maxi. Ja. Dammit. Ja. Und wegen was, wegen Rollercoaster, ja, ich weiß doch nicht. Also, ich habe mir jetzt erstmal das Tutorial angeguckt. In der Aufnahme, mehr oder weniger. Oder was heißt Tutorial ist das nicht? Also, dir wird nur einfach, wie bei SimCity zum Beispiel, dir wird nur einfach gesagt, wie drehst du die Kamera, wie machst du dies, wie machst du jenes. Und deswegen konnte ich da, ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen halt mit der, mit dem Weg bauen und so. Irgendwie finde ich das alles ein bisschen komisch. Okay. So. Den Park, den ich jetzt bauen werde, der wird erstmal ein bisschen komisch wohl sein, also nicht meinen Vorstellungen entsprechend. Aber erstmal so ein bisschen reinfinden, wir bauen dann irgendwann später nochmal einen zweiten Park. Einen dritten. Sag mal, Maxi, kannst du dich noch dran erinnern? Als wir das Spiel vorgestern das erste Mal gestartet hatten, hast du es ja gesehen. Wie viel Karten hatten wir da zur Auswahl? Waren das vier? Drei? Vier? Ich weiß. Oder waren das mehr? Genau. Weil wenn du dir die Folge anguckst, ich habe das auch gesagt, ne, ich habe dich ja auch noch nett erwähnt und gegrüßt, ja, ich habe dich nicht vergessen. Hatten wir dann noch ein, also wir hatten da die Berge, den ein See, der Wald. Ich glaube vier waren es. Irgendwie waren da noch zwei. Ich war der Meinung, da kam ein oder zwei Karten dazu. Es kam auch, bevor ich das Spiel gestartet hatte, ein Update. Könnte sein, dass das schon nachgereicht wurde, ist ja alles Early Access. Aber warum ich die Deluxe Edition habe, verstehe ich immer noch nicht. Wer weiß. Vielleicht, weil du so viel bezahlt hast. Ich weiß es nicht. So, ihr Lieben, damit ist die Folge für heute beendet. Meine Güte, hast du mich erschrocken. Das ist ja nett, dass du das jetzt sogar schon sagst. Ne? Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.